Angesichts steigender Migration über das Mittelmeer will die EU-Kommission gemeinsam mit Tunesien härter gegen Schlepper und illegale Überfahrten vorgehen. Brüssel will dieses Jahr gut 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen für Grenzmanagement, Such- und Rettungsaktionen, Maßnahmen gegen Schleuser und Rückführungen, so Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Tunis. Insgesamt hat die EU-Kommission dem wirtschaftlich schwer angeschlagenen Tunesien Finanzhilfen von bis zu 900 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Ziel ist ein Abkommen zwischen der EU und Tunesien, das Wirtschaft, Energie und Migration umfasst, um ein Land zu stabilisieren, das zum Sprungbrett für die Migration nach Europa geworden ist. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni besucht Tunesien zum zweiten Mal innerhalb einer Woche. Tunesien liegt nur 150 Kilometer von der italienischen Insel Lampedusa entfernt und ist seit langem ein Landepunkt für Migranten nach Europa.